Hi guys, hier sind wir Stefan und die Isabel vom Outdoor Family Adventure Channel. Genau, das wollte ich sagen. Heute wieder aus dem Wald. Was wir euch heute vorstellen wollten, ist eine Alternative zu dem Buschkraftessen. Und zwar hatten wir letztes Jahr in Norwegen das Problem, dass wir viel Essen mit hatten. Und zwar dieses getrocknete Essen aus den Tüten, das auch leider wenig vorher getestet haben aufgrund des relativ hohen Preises. Dieses Jahr wollen wir das anders machen. Für unsere diesjährige Tour haben wir uns vorgenommen, die eine oder andere Mahlzeit zu probieren. Und damit fangen wir heute mal an. Dieses Essen hat wenig mit Buschkraft zu tun, sondern damit, dass man mit wenig Gepäck, wenig Gewicht viel mitnehmen kann, wenn man auf längere Touren geht. Wie schon angesprochen, hatten wir das in Norwegen mit, wo wir 10 Tage unterwegs waren und der halbe Rucksack mit solchen Tütenessen voll war. Das Gute daran, im Vergleich zu den anderen Maggi, Pfanni Sachen, das ist wirklich gefriergetrocknet. Es gibt weniger oder keine Zutaten, keine Konservierungsstoffe. Es ist sehr lange haltbar. Man braucht nur das Wasser in die Tüten geben. Das bleibt da drin, wird zugemacht und zieht dann durch. Ein anderer großer Vorteil gegenüber den herkömmlichen Fastfood aus dem Supermarkt ist, dass diese Mahlzeiten immer sehr viele Kalorien beinhalten. Wenn man viel unterwegs ist, viel schleppt, vor allem wenn man einen kleinen Racker dabei hat. Ich musste alles tragen in meinem Rucksack, habe dadurch halt auch viel Kalorien verbraucht. Der Zweck von denen ist, mit der hohen Kalorienanzahl, dass man mit wenig Essen viel Nährstoffe, Kalorien zu sich bekommt und damit den Verlust ausgleicht. Wenn man lange unterwegs ist, wenig mitnehmen will, sollte man natürlich dann auch gucken, welche Behälter man für dieses Wasser mitnimmt. Ich habe heute diese Wasserflasche von Platypus anstatt der Nalgene. Vorteil, es ist leicht. Wenn sie leer ist, kann man die sehr platzsparend zusammenfalten. Nachteil, wenn man sich länger darauf verlassen muss und es passiert was, es kommt ein Loch rein durch irgendeinen Ast, irgendwas, ist es schlecht. Dann doch besser die Nalgene, die zwar schwerer sind, aber auch super robust. Heute haben wir uns für das entschieden, weil ich heute euch auch ein Leichtgewicht-Setup zeigen wollte. Das Essen und das ist mein Kocher mit Topf. Das ist der Esbit Titan 700 Töpfchen. Da drin habe ich einmal den kleinen Light My Fire Scout Feuerstahl. Einen kleinen Kocher. Das ist der EOE Titan. Wiegt 43 Gramm und soll eine Leistung von 3500 Watt bekommen. Dazu, auch hier drin, eine kleine Gaskartusche. Das alles passt hier wunderbar zusammen. Man hat alles beieinander. Und jetzt legen wir mal los. Also wie gesagt, wir wollen jetzt verschiedene Trekking-Mahlzeiten testen. Angefangen mit der Mahlzeit von der Firma Adventure Food. Eine Ein-Portion-Packung Pasta Bolognese. In Norwegen hatten wir viel oder fast ausschließlich das Track and Eat von Globetrotter dabei, was dann auch aufgrund der eingeschränkten Auswahl durch die da hat fast dann nur Nudeln in verschiedenen Sorten von Track and Eat dabei, was uns dann nach ein paar Tagen schon ziemlich auf den Geist ging. Aber wenn man so einen kleinen Gourmet dabei hat, muss man gucken, was einem Bein schmeckt. Diesmal habe ich mich aber für die Firma Adventure Food entschieden. Vertrieben wird das Ganze von der Firma Adventure Weekends. Ein super geniales Team. Da gab es das. Und dazu gab es so eine Spezialaktion, diese extra langen Löffel.
was natürlich praktisch ist, dass man dann direkt aus der Packung essen kann. In Norwegen hatten wir keine langen Löffel dabei und sind dann immer die Finger dreckig geworden, was auch immer nicht lecker ist, wenn man sich selten waschen kann, richtig waschen kann. Geht natürlich auch, man kann die Packung aufschneiden mit den langen Löffeln, die hier auch noch eine Messskala drin haben, dass man weiß, wie viel Wasser man reinkippen kann. Sehr genial, gab es diesen Monat kostenlos bei Adventure Weekends dazu, wenn man aus dem Sortiment was bestellt. Ich lese mal kurz die Zutaten dazu. 57% Pasta, Weizeneisalz, dann Tomaten, Rindfleisch, Palmfett, Kartoffelstärke, Zucker, Zwiebeln, Erbsen, Salz, Milchpulver, Kokosöl, Oregano, Schnittlauch, Thymian, Majoran, Petersilie, Basilikum, Zwiebel, Pulver und Pfeffer. Genau, Allergieinfo: enthält Gluten, Ei, Milch, kann Spuren von Erdnüssen und Nüssen enthalten. Liest sich erstmal ganz gut. Und jetzt werden wir mal schauen, wie es das schmeckt. Die Titantöpfe niemals leer erhitzen. Also bevor man die auf den Kocher stellt, muss da unbedingt Wasser rein. Wir brauchen hierzu 400 Milliliter Wasser, was ein bisschen mehr als die Hälfte von dem Topf ist. Aufreißen ließ sich das jetzt ganz einfach. Da oben sind so zwei Perforationen dran. Jetzt werden wir da mal reinschauen. So sieht das aus. Gefriergetrocknetes Gemüse, Nudeln und die Tomatensauce mit Fleisch dazu. Hier außen gibt es die Markierung für das Wasser. Jetzt steht hier drüben dabei, alles mit Bildern ganz einfach beschrieben. Aufreißen, Wasser reinkippen, umrühren, warten, nochmal umrühren und ready and enjoy, fertig und genießen. In der Anleitung steht, es müssen 400 Milliliter Wasser sein, das ist die Markierung 10 hier drüben. Hier kommt jetzt auch der Löffel ins Spiel, natürlich blöd. Außen und innen sieht man nichts. Jetzt kann man da einfach den Löffel reinsetzen, der auch diese Markierung hat. Und dann kann ich jetzt bis zur 10 einfüllen. So, das Wasser kocht jetzt. Den Löffel habe ich jetzt bis zum Boden da reingesteckt. Und jetzt fülle ich bis zur 10 ein. Ich hatte Glück. So, jetzt kommen wir um schön. Kannst du auf die Seite gehen? Umrühren oder zumachen, dann umrühren und dann genießen. Und dann warten lassen. Was? Genau. Generell sagt man immer, dass man bei den Trekking-Mahlzeiten. Jetzt habe ich hier noch einen Hinweis vergessen. Und zwar steht auch drauf, man muss natürlich erstmal dieses Tütchen, diesen Sauerstoffabsorber entfernen. Genau. So, und generell sagt man, dass man bei den dreckigen Mahlzeiten eigentlich immer weniger Wasser als angegeben reingeben muss, damit es nicht ganz so flüssig wird. Ist mir jetzt gerade das wieder eingefallen, habe ich mich natürlich jetzt da nicht dran gehalten. Mal schauen, was jetzt rauskommt. So, schauen wir auf die Uhr. 8 Minuten. Wenn man einen Schlafsack dabei hat, kann man das prima in den Schlafsack tun. Dadurch wird er noch gewärmt. Und das ganze Essen kühlt sich natürlich auch nicht so schnell aus. So, jetzt haben wir 8 Minuten. Nein, noch nicht ganz. Ich rühre aber trotzdem schon mal um. Oh. Zeig, wie es drin ausschaut.
keine Dinge. Sieht jetzt noch ein bisschen mehr wie eine Suppe aus. Aber jetzt. Oh, es riecht. Es riecht sehr frisch. Her. Umgerührt sieht jetzt schon besser aus. Und jetzt sagt man, kann man es essen und genießen. Ich habe eine Nudel getestet. Ob sie schon weich ist, sie ist weich. Das heißt also, diese 8 Minuten sind richtig. Der Vorteil auch von den Tüten ist, man braucht kein zusätzliches Geschirr außer dem Löffel. Das heißt, man muss nichts danach aufwaschen, man hat halt nur den Müll dabei. Die Tüten sind wieder verschließbar mit so einem kleinen Zipper oben, Ziplock. Man kann da drin auch Wasser oder andere Sachen dann danach noch aufbewahren, was auch cool ist. Eigentlich braucht man den Teller nicht. Wir machen es heute aber trotzdem auf den Teller. Einerseits, damit die Isabel besser essen kann. Andererseits, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Mit dem Löffel finde ich super optimal. Da kann man, lecker essen. Ich hab Hunger. So, jetzt hole ich es mal raus. Eigentlich. Ich hole die ganze Portion raus. Nice. Damit ihr auch sehen könnt, wie viel das ist. Es ist gewaltig viel für eine Portion. Schaut euch das mal an. Ah, und es ist heiß. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Es ist eine gute, große Portion. Jetzt darfst du essen. Ist heiß? Ja. Den kleinen Löffel? Nein. Nein. Ich wärme jetzt mal ein Stückchen mit Fleisch schnappen. Die Erbsen drin sind noch knackig. Also mir schmeckt das sehr gut. Jetzt ein bisschen Parmesan drüber. Optimal. Die Wassermenge war auch gut. Wer es nicht ganz so flüssig haben will, ich finde es jetzt nicht zu flüssig. So sieht es aus nochmal. Der kann natürlich da ein bisschen weniger Wasser reinmachen. Ich finde es sehr gut. Halten wir fest. Die Wassermenge passt. Die Ziehzeit, die 8 Minuten, passen auch. Und Geschmack? Passt auch. Passt auch. Dir auch? Schmeckt es dir auch gut? Ja. Wie gesagt, wir wollen jetzt verschiedene Tracking-Mahlzeiten testen. Note. So, was sagst du jetzt? Welche Note gibst du dem Essen? Vom Geschmack her? Note 1. Note 1 sogar. Also super gut. Sehr gut. Wenn man sich wenig bewegt, wie wir heute, nur ein bisschen in den Wald rein, ein bisschen erkunden, ist diese Portion eigentlich für beide gut genug. Von der Menge her. Nee, unser Fazit. Adventure Food, Pasta Bolognese, eine Portion, top. Von uns beiden geschmacklich eine 1, Zubereitung 1, hat alles gepasst. Die Zeiten passen, die Beschreibung ist okay. Die Wassermenge konnte man gut, Papa, mit dem Papa, Löffel gut abmessen. Ich sag so, das nehme ich 1 plus, meine ich. Na, 1 plus sogar? Mhm. Na, schaut dir mal an. Gekauft haben wir das Ganze, wie gesagt, schon im Internet-Store von Adventure Weekends. Die haben eine sehr große Auswahl. Und da werden wir uns jetzt langsam durchtesten. Und euch natürlich die Ergebnisse mitteilen. Das war's für uns, von uns, mit uns. Dann danke fürs Zuschauen. Schaut wieder rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie bitte? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau. Dann noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über. Macht's gut. Sagen. Gourmet ist sie.
Und Gummi Stefan. Gummi? Gummi Stefan. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Winke, winke. Winke, winke. Und Bettet. Wir haben, sind heute mit Bettet unterwegs. Ja. Der kriegt aber nichts zu essen. Doch, der kriegt was. Ich will ihn gerade füttern.